Das hier nicht die Stelle, ja, eigentlich. Irgendwo hier soll man doch irgendwie Herzschlag oder sowas hören. Lol, Ahnung. warum habe ich einen Dollar bekommen? Weil du wahrscheinlich irgendwo einen kleinen Schaden drin hattest. Also, dass du einen Schaden hast, wissen wir, Ja, aber. andere sagen ja, dass dieser Herzschlag angeblich die U-Bahn ist. Ja, aber ich es gibt auch so Videos, wo sie erzählen, irgendwie, das wäre ein Herzschlag und hier unten würde ein Monster wohnen und so eine Scheiße. So, ja, immer bei den Herzschlag habe ich auch gehört. Bei GTA gibt es auch immer so viele Mythos-Videos und sowas. Ja, zum Beispiel auf diese komischen Silos da hinten, dass also irgendwann in bestimmten Uhrzeit Aliens auftauchen. Ich hab's auch schon gehört. Ich kenn nur den Geist. Ja, ich das ist ja aber, das ist ja auch bestätigt, dass der Geist da ist. Ja, das weiß ich, ich hab ja Videos gesehen. Das ist ja aber auch so wirklich eingebaut, dass der da kommt. Ich meine aber jetzt wirklich so Sachen, die sich Leute selber ausdenken. Okay, das müsst ihr mir mal zeigen mit den Geistern, bin ich jetzt mal neugierig auch. Was? Du kennst den Geist nicht? Nee. Markus, haben wir den nicht sogar in einem Video gezeigt? Kann sein. Der ist oben auf diesem Mount Chiliad, Ding Vorsprung da ist der. Taucht der auf. Nee, nicht auf dem Mount Chiliad, einem weiter rechts drüben, ein kleinerer davon. Irgendwer rastet hier schon wieder komplett aus auf der Lobby. Ich. War da was? Boah, genau 2 Millionen Schaden. Ich will wenigstens das Geld gewinnen. Ne, wir haben ihn tatsächlich nicht gezeigt. Dann müssen wir das irgendwann mal eine Spezialfolge machen, tatsächlich, dass wir mal zum Geist fahren. Der taucht, glaube ich, täglich um Mitternacht auf im Game. Oder 23 Uhr. Ich weiß ja auch zum Beispiel vor einer Luke unter Wasser, wo dann angeblich jemand klopft. Hallo. Gibt's auch hier. Ich will mich da eingesperrt haben. Ah, da brauchen wir auch gute Tauchanzüge und ja, Luft dann, ne? Dahin zu kommen. Und das U-Boot dann von mir im See. Ja, den Geistern zeigen wir den auf jeden Fall nochmal. Dann müssen wir das auf jeden Fall mal machen. Da ist auch so ein Siegfilm mit der hier Luke da, nämlich so ein Zitquit. Wie gesagt, der taucht, glaube ich, täglich von 11 bis 12 in dem Game auf diesem. Auf dieser Plattform, wo dann irgendwas mit roter Schrift draufgemalt ist oder so. Toll. Warum streng ich mich überhaupt an? Hä? Okay. Ja, es ist jetzt das. Na dann? Brauch ein Auto, ne? Auf geht's! Ach, ihr habt jetzt alle. So einen komischen Dude suchen, okay. Ah, wir haben ein neues Auto auch in der Werkstatt, okay. Zu ausliefern können. Können wir da nachher machen, bevor wir die Hauptmission machen? Wir haben da ja gerade relativ ruhige Lobby. Wir haben 20 vor 2. Ich glaube, dass wir die Mission machen und dann Feierabend, würde ich sagen. Ja. Die Hauptmission und sowas, alles, das würde ich alles in den nächsten Folgen mal irgendwann machen. Nachdem wir mal aber nächste Woche jetzt wieder mit GTA spielen oder überhaupt spielen. Ob überhaupt Microfinale ansteht, ich weiß es halt nicht. Halt auf jeden Fall das nächste Mal, wenn wir mal GTA spielen. Zu bauen. Aber ich hab sie wenigstens schon stehen. Deswegen bleibt sie auch einfach nur in der Garage stehen. So, so ein Schlachtfeld, ein Junge. In der Küche. Küche. Hauptsache, Enrico fährt mit dem Panzer. Den hat er vorhin genommen, um die Schadensdings zu gewinnen. Hauptsache, du schießt mich doch ab, ey, von der Straße.
Ja. 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 Boah, ja, du kannst doch bremsen, du brauchst mich nicht überfahren. Abflug. Doch, muss er. Na, jetzt ist momentan nicht die KI, die... Die weiß, was gut und böse ist. Und du nennst dich gut, oder was? Pass nicht zu einem Panzer. Brauch nicht den Plan. Wie er Busfahrer spielen will. Ich brauch nicht so spielen. Ich darf's wirklich. Ich hab einen Busführerschein, das ist kein Scherz. Ach, was echt? Ich glaub nicht, dass du Busfahrer wärst ohne Busführerschein. Wer weiß? Weil ich irgendjemand einstelle, während du schwarz fährst, nach dem Motto. Glaub ich auch nicht. Oh, guck mal, da ist ein Bus. Mhm. Oh Gott, dieses Rohr! Ja, hallo! Wie wär's mal, wenn ihr lieber uns helft hier bei der Mission? Ja, wenn wir. Ich darf ja wird direkt angeschossen. Ich hätte dich nicht angeschossen, ich habe über dich geschossen. Und? Oha! Ich habe auch über dich geschossen. So, jetzt haben wir mit dem Pipifax, weil machen wir mal die Mission irgendwie machen. Pipifax, sagt er. Ja, das nervt halt. Das ist scheiße. Die anderen machen die Mission und wir. Ha, aber du darfst mich in die Luft jagen. Ja, du jagst mich auch die ganze Zeit in die Luft, schießt auf mich und schießt über der Straße runter. Ja. Tja, dass ich die Aufnahme vom Anfang nicht mehr habe. Aber du hast die. Er flüchtet, die Sau flüchtet. Mit dem Auto. Ja, ja. Warum auch immer die Dings sich trifft. Jetzt. Ich habe euch mal den Heli ausgeschaltet für den... Schalter. Heli nehme ich noch mit. Carbon's a motherfucker.
Karre und ich hab den. Ach, ist egal. Na dann. We'll be right back.